Kennt ihr das? Wenn ihr sowieso schon spät dran seid und dann noch so eine Verzögerung dazukommt? Gar nicht, hätte SU schon mal starten können, aber das hat jetzt geschlagene 15 Minuten gedauert, das zu updaten. So, bababab. Mission 4 und ich denke, danach machen wir vielleicht noch die erste Mission von den Wikingern. Dass das, Na, wir müssen diesen einen Hafen zerstören, wir müssen die eine Statue erobern. Ich hatte die Karte tatsächlich mal kurz angeguckt. Okay, klar, Spiel. Lade mal bitte alle Texturen, danke. So. Das war das Raytracing-Update mit den 4K-Texturen. Oh je. Oh je. So, pass auf. Wir haben hier Stein. Wie viele Steinmetze kriegen wir zum Start? Hier. So, dass das hart so aussieht wie ein S3, liegt auch am HD-Patch. Das ist eine Einstellung. Weil mit dem HD-Patch sind ja auch Texture-Packs möglich. So, wir haben relativ viel Nahrung zum Start. Das ist gut. Wir können... Wo sind unsere... Haben wir keine Geologen? Wir haben keine Geologen. Und wir haben auch keine Hämmer, um Geologen zu machen. Bros, das geht nicht. Muss ich ernsthaft Bauarbeiter wegmachen? Natürlich nimmt er nicht die 5 nächsten Siedler. Hä? Ich hab doch... Ja. Ich hab auf einmal 5. Warum hat er nicht die 5 nächsten genommen? Warum nimmt er einfach irgendwelche random Dudes? Die stehen doch alle hier. Hä? Ich bin so maximal verwirrt gerade. So, was wir auch noch brauchen, ist irgendwo... Am besten vielleicht hier oben. Ich sehe tatsächlich hier noch keine... Keine von den Geschichten mit Dings, mit dem Bildzauber. Ich weiß ja nicht, in welchem Ordner das einfügen müsste. Mit SU musst du gar nichts einfügen. Da sind Hämmer! So, wie viele Sägewerke haben wir? 3, ne? 3 haben wir gerade gehabt. Spielst du die Kampagne mit Obo? Ja. Weil das eigentlich immer besser ist. Und inzwischen auch eigentlich, wenn man das machen will, da ist da eigentlich kein Grund, gibt es nicht zu tun, weil es relativ easy zu machen ist. Ich meine, ich gucke zwar, dass ich keine Strategien einsetze, die wirklich nur mit Obo funktionieren, aber... Das ist meistens auch nicht der Fall. Aber hier ist kein Wildzauber. Also ich sehe nicht, dass man hier irgendwo den Wildzauber eingesetzt hätte. Das war ja bei den letzten 3 Karten so. So, das Gebirge hier ist schon so komisch aufgeteilt. Auf SG zu spielen, lass das Intro weiterlaufen. Nein. Das Intro hat jetzt auch wirklich lang genug. Ich hab das Intro noch nie so lange laufen lassen. So, wo sind wir noch? Hier. Hier muss auch noch Wald weg. Und potenziell hier drüben. Wird das hier ein Speedrun? Nein. Das Intro ist der einzige Grund, warum ich deine Streams gucke. Dafür bist du aber auch sonst immer lange dabei. So, ganz echt, den Turm reißen wir auch noch ab.
Jetzt bin ich der Beste, aber sowas von. Letzte Mine ist das immer so sehr schön entspannt. Man muss nicht so viele Minen bauen. Ja, das dürfte gerne mal alles bauen. Gleich haben wir auch wieder volle Bauarbeiter. Ich denke, 5 Geologen würden reichen. EU4, Europa Universalis 4 habe ich aber tatsächlich gar nicht. Ach ja, ich vermisse Heiko Rottmann als Komponisten für Siedler. Kostet auch nur 200 Euro mit einem DLC. Ja, das ist bei Paradox-Spielen halt immer. Was ich auch voll in Ordnung fände, wenn Paradox die technische Seite ihrer Spiele halt auch im Griff hätte, was sie leider oft genug nicht haben. Mein Vorschlag wird einfach ignoriert. Was? Ich löse die 3 Minuten Werbepause ein, anstatt wir haben jetzt 3 Minuten Intro. Will das jemand? Ich glaube, da ist die Werbepause sinnvoller. Zumindest für mich. So, Hashtag Cash. Hashtag YouTube Money. Wir wollen das Intro. Wir wollen Mauern. So, das da oben sieht aus, als könnte man da drauf gut Tequila anbauen. Großes Wohnhaus. Echt jetzt? Einmal eine Werbepause. Moment. Sogar zweimal. Aber ich kann es nicht zweimal hintereinander machen. So, Creative war zuerst. Ich mache mal eben kurz die Dings. Manage Stream. Hallo? Manage Reward Requests. Ach Gott, verdammt. OBS, was kannst du eigentlich? Ja, wenn du keine Werbung hast, liegt das wahrscheinlich. Bist du nicht sogar Abonnent gerade? Wenn du ein aktives Abo hast, kriegst du ja eh keine Werbung. Aber es kriegt auch nicht jeder Werbung. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Die Punkte von Evil kann er nicht erstatten. Und zwar Creator Dashboard. Zuschauer Belohnung. Nein, wo ist es? Belohnungsanfragen verwalten. So, die... Und ein Zielobjekt sehe ich auch gerade. Das ist jetzt auch schon wieder 8 Minuten her. So, ich markiere mal die Werbepause als abgeschlossen und das Zielobjekt. Die zweite Werbepause lehne ich ab, damit kriegst du die Punkte wieder. So, ich würde ja weitermachen, aber während der Pause spiele ich ja nicht weiter. Wir wollen jetzt 6 Minuten ein Intro sehen. Nein! Nein! Nichts da. Ihr habt die Werbepause eingelöst. Es gibt Werbung. Und ich habe das Gefühl, ich muss die Werbepause teurer machen. Bei Creative löst in jedem Stream mindestens eine ein. Ich glaube, es geht sogar nur eine pro Person im Stream. Nix da. Doch! Statt den Wunsch einer Zuschauer zu erfüllen, machst du sowas. Den Wunsch meiner Zuschauer zu erfüllen, gibt mir ja auch kein Geld. Hallo, Lerfis, ist das richtig?
Willkommen zum Stream und zum Chat. Was ist designtechnisch dein Lieblingslied der Viervolk? Ich habe nicht so wirklich ein Lieblingsvolk, weil ich es eigentlich alle mag. Die Trojaner haben so ein bisschen einen Sonderstatus bei mir, weil sie das Add-on-Folge waren und das halt so mega cool war. Ich hatte sie halt erst nur bei meinem Vater gesehen, weil er das Add-on ursprünglich gekauft hat und irgendwann habe ich es dann halt auch bekommen und konnte dann auch selber die Trojaner spielen. So mit Ubo. Ich finde, die Römer sind halt so das Standardvolk. So, die haben nichts Besonderes, das ist halt, finde ich, ein bisschen schade. Ich fände es sehr cool, ich fände, die Wikinger hätten was sehr Cooles, wenn sie Honig auch als normale Nahrung verwenden könnten. Das wäre irgendwie mega cool. Und wäre dann, finde ich, auch sinnvoller, als sie noch irgendwo an anderen Stellen zu buffen, wenn es nötig ist. Kaum hat er ein paar Zuschauer, schaut er nur noch aufs Geld. Hallo? Ich muss das hier wie ein Business führen. Wo war ich? Ja, die Wikinger. Die Mayas. Ich mag die Zauber von den Mayas, ehrlich gesagt, nicht so, weil die so sehr eingeschränkt sind. Also, wenn der Gegner keine Bogenschützen irgendwie vorne hat, dann kannst du nicht so viel mit den Zaubern machen, finde ich. Beförderung ist ja auch nicht so wirklich sinnvoll, wenn du L3er direkt machst. Steinfluch ist dafür halt sehr hilfreich für so ein Volk. Ich finde es halt echt nicht, also es ist nicht praktisch. Ich merke es in S3, dass die Ägypter das nicht haben und es keine Steinminen gibt. Das macht die Ägypter in S3, so wie ich das mitkriege, sehr, sehr startpositionsabhängig. Und entweder sind sie ja total OP oder sie reißen gar nichts, weil sie gar nichts, nicht die Materialien kriegen. Trojaner haben die Batterie, was ganz cool ist. Ich finde halt nur, ist die Werbepause durch? Ja, ist sie. Trojaner haben, ich finde, die Mine hatten, diese Minenbatterie hatten sehr uncoole Ausmaße angenommen. Also im Sinne von, du musst dann wie pixelgenau die Sachen setzen, wofür es da auch Tricks gibt. Wovon ich aber eigentlich, der Designer in mir möchte weg davon. So, finde ich nicht so geil. Und ich finde es halt schade, dass Schwefel zu Eisen halt, ich finde, das müsste für die Trojaner ein bisschen spieldefinierender sein. Ist hier Fisch? Ja, ist hier. Hier ist Fisch. Dann haben wir eine hier und eine hier. Hier drüben können wir voll gut Nahrung anbauen. Hast du schon das Zierobjekt gebaut? Nein, weil die Werbepause das verhindert hat. Zwei sind auch die mit den meisten Negativpunkten. In Vanilla, ja. Mit Ubo sind sie jetzt eigentlich sogar mit unter den stärksten, würde ich sagen. Ich würde sagen, wo wollen wir die Kaserne haben? Ich würde sagen, wir wollen die Kaserne irgendwo hier haben. Dann bauen wir die Kriegerstatue daneben. Und da noch ein Turm. Es fehlt ein Hammer. Keine Sorge, wir haben ja ganz viele bekommen. Das fängt an zu laufen, das läuft. Ah, wir bräuchten ein paar Pioniere. Wo kommen jetzt die Schaufeln her? What? Irgendwo hier müssen Schaufeln gelegen haben. Aber sage ich nicht nein zu, wir brauchen unbedingt Pioniere. Die Trojaner waren ja, glaube ich, auch irgendwo. Also ich höre das zumindest immer, dass die Trojaner mal, als sie das Spiel, als die rauskamen, richtig OP waren. Da spielten, glaube ich, wohl ein paar Faktoren mit rein. Ich glaube, die Rucksackkatapultisten hatten eine höhere Reichweite, wodurch sie halt komplett unschlagbar waren. Irgendwas in der Richtung. Weil sie werden irgendwie vorher immer mit Reichweite vergleichbar mit einem Bogenschützen beschrieben.
Ich weiß leider nicht genau, was da Sache war. Und, naja, keine Ahnung, ich glaube, danach hat man sie einfach mit dem Nerfhammer von allen Seiten getroffen und sie in die Unkenntlichkeit genervt. So. Oh, noch eine Axt. Du findest keine Bäume mehr. Dann mach mal die Orkline auf. So, wie viele Getreidefarmer haben wir schon? 7. Mensch. Das ist total übertrieben. Also so viel werden wir nicht bauen. Bei aller Liebe. So, Moment. Blasrohre wollen wir auch haben. Wir spielen mit Oboe, also machen wir auch Blasrohre. Sind immer noch mehr oder weniger frisch gebufft. So, Siedler sind besorgt, aber ach, wir brauchen noch mehr Steinmetze. Und eine Steinmine will ich haben. Notfalls machen wir dafür auch noch ein paar Spitzhacken. Hier Blasrostal-Emoji einfügen. Ach, stimmt, ja. Ja, stimmt. Du bist ja ein Geringverdiener, deswegen hast du keine Blasrostal-Emojis. Das ist ein Zeichen, um jetzt zu sagen, nein, ich bin Kommunist. Das macht's doch, glaube ich, das Känguru immer. Ich könnte einfach keine Hilfe mehr, weil du verweigert hast, dein Intro einzublenden. Du hast mir auch vorher schon kein Geld gegönnt. Doch, irgendwie die 5 Cent, die Werbepausen eingebracht haben. Das Problem ist, dass wir haben jetzt natürlich kein Zeug. Wie viele Angler haben wir? Angler. 6 Stück. Bruh. Also wir können ruhig noch ein paar mehr von denen bauen. Aber ich bräuchte dafür mal irgendwo Küste. So wie hier. Wo sind eigentlich meine Pioniere? Ich habe doch vorhin Pioniere rekrutiert. Ach, hier unter den Bäumen waren Schaufeln. Ja, danke für nichts, Spiel. So, wir brauchen ein paar... Komm, pass auf, wir haben so viele Geologen gemacht. Aber wir haben zu wenig Stein. Das heißt, wir brauchen noch ein Brot. Brot für die Welt. Leute, die an Siedlermods arbeiten, in Form von neuen Völkern. Nicht, dass ich wüsste, weil einfach dafür zu große Hürden bestehen. Also du müsstest halt wirklich spielintern so viel machen, um ein neues Volk einzufügen, damit das alles adressiert wird. Geil wär's. Absolut. Weil dann brauchen wir auch keinen Siedler 5 mehr. Wenn wir so tiefgreifende Änderungen machen könnten, dann brauchen wir auch kein neues Siedler. Wobei ich halt auch sagen würde,
Siedler 4 wäre nicht technisch die beste Grundlage für ein Siedler 5. Habt ihr Mode jetzt? Wer ist jetzt der Geringverdiener, du Erzieher? Immerhin habe ich eine abgeschlossene Berufsausbildung. Aber ich gehe ja, so, ja tatsächlich unter die Geringverdiener in gewisser Weise. Vorteil an der Sache ist, ich werde mehr Freizeit haben. So, pass auf, du machst mal hier das ganze Zeug weg. 30 Minuten, wir sind ziemlich hinter der Zeit. Liebe Boys und Girls. Warte, nein. Nein, nein, nein. War das so. Dann können wir nämlich hier ein Lazarett hin und hier vorne können wir noch Türme hinballern. Es gibt doch S5. Nein, das Erbe der Könige ist nicht Siedler 5. Es nennt sich nicht mal Siedler 5. Also wieso denken Leute, es ist Siedler 5? Es ist der fünfte Teil, Hauptteil der Serie, aber es ist nicht Siedler 5. Klingt komisch, ist aber so. So, ganz ehrlich, wir können es uns leisten, das Haus abzureißen. Die Streiker werden eh gleich soweit durch sein. Die arbeiten schön. Gebäude fehlt eine Spitzhacke. Was soll das wiederum heißen? So, ich glaube, wir brauchen noch in absehbarer Zeit den Steinfluch. Huch. Das sah weird aus. So, unsere Vorräte an Holz sind offiziell voll, würde ich mal behaupten. Heißt, Brot rollt gleich rein, gut ist. Du holst das weg. So, und wir brauchen auf jeden Fall nochmal mindestens ein Wasserwerk hier irgendwo. Ach, hier waren sogar noch, sind sogar noch irgendwo Schaufeln. Krass. Ja, dann machen wir doch noch mal ein paar mehr Planiere. So, und das Zielobjekt können wir auch langsam mal bauen. War das 7 Getreidefarmen hatten wir, ne? Ja. Total übertrieben, aber wir wollen ja ausnutzen, was wir haben. Haben wir einen Metzger?
Agavenbauer, Pulvermacher, Metzger. Haben wir sogar tatsächlich einen. Streamer the Forest, was war das nochmal? Ich krieg es nicht mehr zusammen. Oh Mensch, wir haben gleich den Tempel schon. Ein Teil von mir überlegt, ob ich mal Space Engineers nochmal rauskramen soll. Aber das Ding ist, Space Engineers ist für mich halt leider ein Versprechen, das nie eingelöst wurde. So, das Spiel hat einfach kein Fleisch. Das hat so ein gutes Grundgameplay, aber du hast nichts zu tun. Und ich finde, es fehlten auch bestimmte ein Teil von den Aspekten, die Minecraft gut machte. Weil Minecraft, du startest halt wirklich mit nichts. Aber du hast halt ein internes Crafting, Crafting-Möglichkeiten. Du hast ein paar Sachen, die du ohne Werkzeuge machen kannst. Und dadurch kannst du dir halt von nichts alles aufbauen. Space Engineers hat das nicht. Wenn du nicht ein paar Startwerkzeuge oder sowas hast, oder ein paar Startgeräte, kannst du nichts machen. Und das ist, finde ich, ein Riesenfehler. Und generell, du kannst total tolle Sachen bauen, aber es gibt keinen Grund, total tolle Sachen zu bauen. So, du hast Waffen, gegen wen sollst du sie einsetzen, wenn du nicht gerade im Multiplayer spielst? Gab es in Space Engines nicht Szenarien, die man spielt? Ja, gab es schon. Teilweise auch mit DLC, aber ist das wiederum klammert ja den Sandbox-Aspekt wieder aus. Oh boy. Als ob das schon wieder leer ist. Wir haben zu wenig Siedler. Und dabei haben wir gar nicht mal so wenig. Okay, ein paar stehen sogar noch rum. Aber wir haben gerade so viele Bauaufträge. Ich meine, im ersten Angriff werden wir standhalten jetzt, denke ich. Was ich mir eigentlich mal demnächst holen möchte, wo ich aber noch ein bisschen mit mir hadere, ist Dungeon Defenders Awakened. Weil ich tatsächlich, so viele von den eingefleischten Fans fanden es nicht so gut, aber ich habe so, das Ding ist, es werden teilweise Sachen kritisiert, wo ich mir denke, ja, ihr seht das als Negativpunkt. Ich finde, das ist etwas, wo dann der erste Teil leider Probleme hatte. Generell war halt ab einem bestimmten Punkt beim Original Dungeon Defenders einfach. Es sind ein paar zweifelhafte Entscheidungen gemacht worden und die haben das Spiel leider, davon hat sich das Spiel nicht erholt. Also nicht gameplay-technisch. Das ist halt ein bisschen ungünstig, wenn du ein Tower-Defense-Spiel hast, ein Tower-Defense-Strategie-Action-RPG, wo du am Ende nur noch eine Art von Build hast, die funktionieren kann. Und das noch dazu voraussetzt, dass du alle Charakter-DLCs und so besitzt. Sonst kannst du dich einfach der höchsten Schwierigkeit einfach komplett ins Knie ficken, weil du einfach nicht weiterkommst. Also, wenn ich recht habe und Dungeon Defenders Awakened das tatsächlich löst, muss ich da mal ein Video zu machen. So, bauen wir mal ein paar Türme. Ein paar Türmchen. Und wir können die kleinen Tempel jetzt mal langsam freigeben. Getreidefarmen sind fast durch. Das ist fast durch. Wollen mich die KIs nicht angreifen? Jetzt hieß, folgen sie den Weg. Ich weiß, wo die Statue ist und ich weiß, dass wir den einen Dude hier drüben besiegen müssen. Jetzt müssen wir durch den Hafen zerstören, ne? Ja. Der Hafen ist irgendwo hier und die Statue ist irgendwo hier oben. Komm, wir machen mal noch ein paar Pios. Ich will das nicht alles micromanagen.
Das kommt nur Gold und das kommen nur Waffen, dass sich das nicht staut. So, unsere Tequila-Distillen laufen leider voll. Das ist nicht so geil. Oh, hallo. Mensch. Pünktlich zu Minute 53. Wobei, dafür ist es ein bisschen früh dran. Also das Attack-Timing muss ein bisschen früher sein. Die mussten ja auch eine Strecke zurücklegen. Und da kommen die Rucksack-Katapultisten. Keine Sorge, wir haben Gold in Reserve. Okay, so, das heißt, wir können den Turm aber auch jetzt langsam mal abreißen. So, dann müssen wir für mehr Siedler sorgen. Das hier läuft. Ja, ich würde sagen, läuft bei mir. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Goldmine. Und wir brauchen... Hatte ich nicht 5 Kohleminen gebaut? Ich habe das Gefühl, ich hatte mehr Kohleminen. Die Minen waren in Minecraft übrigens auch total nervig zu ziehen. Also ich fand, dass die Details hinzukriegen. Die Minen sind, finde ich, in Minecraft größer, als sie eigentlich sein sollten. Damit man irgendwie Details reinbringen konnte. Und der Plan ist, dass die Minen tatsächlich auch in Minenschächte führen, auf verschiedenen Höhlen. Das Ding ist, ich habe halt noch nicht so wirklich Ahnung. Also ich weiß zwar einen vorläufigen Ort, wo ich sie bauen möchte, aber... Das Ding ist, du hast ja in Minecraft nicht hier so etwas. So richtig nackten Fels auf großer Fläche. Und vor allem halt nicht da, wo wir es bräuchten. So, da sind die Wege. Wollen wir mal einen Kundschafter da lang schicken? Hast du schon mal gesagt, mit MC mit Map Art zu arbeiten? Ich bin nicht so ein Riesenfreund von Map Art. Ich meine, was ich ja so ein bisschen versuche, ist, dass ich dadurch, dass ich halt immer die maximal rausgezoomten Karten verwende, möchte ich mich halt ein bisschen dazu bringen, dass ich halt auch entsprechend groß baue, dass die Sachen halt auch wirklich auf der Karte irgendwie sichtbar sind. Beim Neta-Monument ist mir das auch gelungen, aber... Also das siehst du halt wirklich auf der Karte, diesen roten Kreis. So, ihr macht mal. So, das ist total übertrieben, was wir hier gebaut haben. Unsere Minen laufen voll mit Brot. Das Ding ist, die haben halt auch extrem viele Soldaten.
So, unsere neuen Pioniere hier können mal ein bisschen hier helfen. Da kommt... Ja. Da kommen unsere grünen Boys. Jetzt sind wir noch eine Folgemission 12. Die ist tatsächlich, also... Das Tückische an der Mission ist, finde ich, dass das dunkle Volk von zwei Seiten kommen kann und du nicht weißt, von welcher. Und du halt dann im schlimmsten Fall deine Truppen in der komplett falschen Position hast. Umgekehrt ist das tatsächlich bei Dark Mirror 7 auch so. Die Mayas kommen entweder halt vom Norden oder vom Süden, weil je nachdem, wie die Truppen halt gerade stehen. Das sind wieder fast nur Schwertkämpfer. Das heißt, Schützen und Strafen wäre komplett nutzlos. Aber hier, Thermopylae, eine Dreierreihe reicht, um das komplett zu blockieren. Und der Rest läuft sinnlos dahinter. Da hilft auch kein Schild mehr. Okay, der Blitz hilft, aber... Ja, der Kampf geht an mich. Okay, der hat ein paar echt hart erwischt. So, aber wir müssen Ziehobjekte bauen. Ich würde sagen, hier oben das Gebiet eignet sich dafür ziemlich gut, weil hier sonst eh nichts ist. Spiel mal Dark Mirror im Stream durch. Könnte sich vielleicht lohnen, ja. Das Ding ist, ich muss halt gucken. Das Problem ist, dass ich habe ja den Musikpatch damals, den braucht man halt. Man muss halt wirklich die Soundtracks.config umschreiben, damit man auf DV-Karten Musik hat. Und ich habe dann immer Musik von Das Erbe der Könige halt dazu gepackt. Weil ich fand die Evalance-Themes eigentlich immer ziemlich passend zu dem Volk. Ja. Die eine Mission, Maya-Mission 2, glaube ich, von der neuen Welt. Das ist, ich finde, die Hauptstadt der Maya sind es irgendwie so drei Siedlungen, wo jeweils ein kleiner Turm steht und ein kleines Wohnhaus. Ich denke so, ich sehe diese Stadt und denke mir so, ihr hattet es verdient, erobert zu werden. Ihr habt ja gar nichts auf die Reihe gekriegt. Braucht neues Management. Dezent kolonialistisch, aber... Ist halt leider so. So, wir haben ganz schön viel Mana übrig. Und wir haben nicht, das Ding ist, wir haben nicht wirklich etwas, wofür wir es einsetzen können. Wenn ja, hier so ein bisschen. Mach mal bitte die Steine da unten weg, ja? Ne, Schätzchen. Mach mal die Steine da weg. Breaking News: Ultimate Spinach wird von den Siedlern verklagt wegen sexueller Belästigung. Das Ding ist, die meisten von diesen Ziehobjekten, ich sehe die und denke, da könnten locker zwei Bauarbeiter dran arbeiten. Aber es ist nur einer. Einfach nur, damit es lange dauert. Und hier arbeiten dann einfach drei. Weiß nicht, ob das vielleicht eine bewusste Entscheidung war, damit die Mayas im Late Game so ein bisschen gebremst werden. Jetzt mit Ziehobjekten haben wir einen Unterschied. Ja, jetzt, wir sind einfach auf 108 Kampfkraft gesprungen. Also ja, merkt man, finde ich schon. Wollen wir hier die Straße lang expandieren? Eigentlich schon, oder? Wir wollen ja eigentlich schon die Grenze schließen. Da ist grün.
Komm, wir machen mal gerade ein bisschen hier das Holzlager frei, dass einfach unsere Sägewerke und unsere Holzfäller noch ein bisschen arbeiten können. Ein paar Äxte könnten wir zu diesem Zweck auch brauchen. Also wir müssen erst durch Grün durch. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht, ob wir heute zwei Streams, also zwei Missionen schaffen. Und ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, zwei Missionen aufzunehmen, aus dem Grund, dass ich ab nächste Woche meinen Arbeitszyklus wieder komplett über den Haufen schmeißen kann. Weil dann werde ich auf jeden Fall keine zwei Videos die Woche mehr schaffen. Da bin ich froh, wenn ich eins pro Woche schaffe. Spitzhacken. Wieso habe ich schon wieder so zu wenig? Bros. So, das hätten wir. Einfach ein bisschen weniger schlafen, das passt das mit zwei Videos die Woche schon. Sagst du dem, der sich manchmal fragt, ob er nicht langsam unter die Narkoleptiker geht? Weil ich habe manchmal echt das Gefühl, mein Schlafbedürfnis ist nicht ganz normal im Moment. Das ist etwas, was ich tatsächlich an Soccer Lounge echt krass finde, weil er tatsächlich wohl ziemlich wenig schläft. Also zumindest im Vergleich zu dem, was man schlafen sollte. Und ich muss aber sagen, anders kriegst du das halt auch nicht hin. Wenn du YouTube hast, du hast irgendwie ein Nebengewerbe, einen Job und du bist halt gleichzeitig noch Ehemann und Familienvater. So, da leidet halt der Schlaf drunter. Muss man halt mit leben oder so. Ich meine, wenn er klarkommt, ist das ja auch völlig in Ordnung, aber ich habe eigentlich im Moment, teilweise habe ich im Moment 10 Stunden Schlaf die Nacht und ich komme überhaupt nicht klar gefühlt. Oh, hello. It is you again. Wieso werden jetzt schon wieder, wird schon wieder der Tequila? Ach, wir haben Siedlermangel, nur deswegen ist der Tequila, weil der ganz unten in der Transportliste ist. Insofern muss man beim Schlaf sparen. Das ist halt auch so eine Sache. Das ändert sich halt auch nicht, wenn man Content Creator ist. Das wird ehrlich eher noch schlimmer. Du spielst wenig nur ums Spielen willen. Ich habe so viele Spiele noch auf meiner Wunschliste, wo ich auch sage, ja, willst du irgendwie spielen, aber
entweder ist es halt so ein Zeit-Commitment, wo ich mir denke, willst du das jetzt im Moment wirklich? Oder es ist so eine Sache, daraus könntest du halt auch irgendwie einen geilen Stream machen. So, die Waffen müssen zurück. So, hier war nur Gold und dann kam hier nur Waffen rein. Ist das zweite Set fertig? So ziemlich. Autsch. Ach Mist, jetzt haben sie den Turm. Aber das kann ich vielleicht ausnutzen. Ich kann vielleicht ihre Patrouillen abfarmen später. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht. Aber dazu brauche ich auf jeden Fall noch viel, viel mehr Zielobjekte. Das heißt, wir brauchen mehr Platz. So, wo kann denn mal unser drittes Set hin? YouTuber ist sicher viel Arbeit. Kommt drauf an, wie man es aufzieht. Aber was man halt leider beachten, leider sich vor Augen führen muss, wenn man das machen will in diesem Umfang. Und das wurde mir jetzt auch die letzten Monate einfach verstärkt klar. Es wird nicht weniger Arbeit, egal was man damit an Zahlen reinholt. Es wird nicht weniger Arbeit. Ja, klar, du kannst, also manche Leute gehen ja wirklich so weit, dann noch sich eine eigene Firma drum aufzubauen mit Cuttern und sowas, die dann halt bestimmte Arbeitsschritte übernehmen, die ich aber auch ehrlich gesagt nicht aus der Hand geben möchte. Und du als Künstler willst du immer mehr. Ich meine, das hat sich jetzt bei mir zum Glück ein bisschen verflüchtigt, weil es teilweise echt schlimm war, dass ich einfach so viele Ideen hatte und gemerkt hatte, ich will sie umsetzen. Und ich muss halt sagen, früher habe ich nicht verstanden, wie zum Beispiel auch in Geschichten oder so Büchern, Filmen, wie du immer diesen, das Elternteil, das so komplett von seiner Kunst verschlungen wird, dass selbst die Kinder einfach im Vergleich dazu nicht wichtig genug sind. Und inzwischen weiß ich halt, wie es ist, diese ganzen Ideen im Kopf zu haben und du kannst keine Idee ignorieren. Ich bin im Moment tatsächlich echt froh, dass mich das nicht mehr so heimsucht. Aber ich muss auch sagen, dass jetzt, wo ich halt also auch ein bisschen ökonomischer betreibe und auch ökonomischer betreiben muss, einfach irgendwo Grenzen ziehen muss. Deshalb zum Beispiel, wenn jetzt nicht gerade das dritte Dark Souls Undying Video, also die Trilogie möchte ich noch fertig machen. Irgendwann. Fragt sich halt auch wann. Also wenn der dritte Teil der Trilogie nicht gerade auf wundersame Weise die absurd hohen Zahlen reinholt, werde ich das nicht mehr als Highlight-Projekt machen. Dann mache ich nur vielleicht noch als Twitch, reines Twitch-Projekt. Ja, das ist irgendwie noch im vertretbaren Rahmen. Dann kommt es auf den VOD-Kanal und gut ist. Aber ansonsten lohnt sich halt einfach nicht die Stunden und die Dutzenden Stunden, die ich da rein investiere. Ja, die Zeit ist halt begrenzt. Und das Gleiche wird es auch mit Stardew Valley sein. Also ich habe jetzt heute nochmal wieder an dem Video gearbeitet. Da ist halt, ich habe jetzt alles, also die ersten, also ich habe Frühling, Sommer, Herbst, die Streams habe ich komplett jetzt geschnitten. Sind es jetzt 10 Minuten. Jetzt noch die drei Winterstreams, die waren ja ein bisschen kürzer. Und dann gib ihm. Und dann gucken wir, wie die Zahlen sind. Und dann entscheidet sich halt auch, ob ich Stardew Valley. Also ich möchte es weiterführen, weil ich halt das Spiel einmal auf Perfektion auf jeden Fall bringen möchte. Aber dann entscheidet sich halt auch, ob es wirklich was Größeres wird, wo ich dann auch ein YouTube-Video zu mache. Oder ob es einfach ein reines Stream-Projekt wird, wo wir einfach mal ein bisschen chillen. Und am Ende kommt es auf den VOD-Kanal und gut ist.
Weil ich kann nicht jedem Projekt, und das wird einem sehr schmerzlich bewusst, wenn man das macht. Ach, hier ist, muss schon sagen, wäre doch gelacht, wenn es hier keinen Ort gibt, wo der Wildzauber nicht eingesetzt wurde. Das war ein Trend auf dieser Kampagne. Du kannst nicht jedem Projekt, was du gerne machen möchtest, die VIP-Behandlung geben. Und da muss man sich dann auch einfach Zeitmanagement aneignen. Und dazu gehört manchmal einfach Projekte zu cutten, wo man merkt, das ist nicht sinnig. Natürlich ist es auch irgendwo frustrierend, das muss man halt leider auch dazu sagen. Ich meine, bei Siedler ist es eigentlich egal, was ich mache. Unter 1000 Views ist es inzwischen nicht mehr. Aber alles andere, so, das heißt immer, ja, man muss eine Nische finden. Aber was ist, wenn ich meine Nische gefunden habe und in dieser Nische kein Wachstum mehr möglich ist? So. Also von wegen, was macht man? Oder man, beziehungsweise generell, man will ja auch ein bisschen diversifizieren. Man sollte nicht. Also diese ganzen Minecraft-YouTuber früher, die sind komplett kollabiert, als dann Minecraft angefangen hat, an Beliebtheit zu verlieren. Aber im Grunde genommen, wenn du dann wieder in einer neuen Nische Fuß fassen willst, du fängst bei Null an. Alter, oh, fuck. Ey, die hauen richtig rein. Ja, ist gut. Der hat mir jetzt 4 Zauber reingehauen. Brauchst nicht hinterher zu laufen. Alter. Das Ding ist, wenn ich den angreife, kriege ich total auf die Fresse. Aber es geht nicht anders. Ich muss hier Soldaten rausziehen. Alter. Es reicht. Es reicht. Stopp. Stopp. Stomp. Es interessiert ihn halt auch einfach nicht. Alter, wie viel Mana hat er denn jetzt da reingehauen? So, wir haben 130%. So, viertes Ziri-Set.
Ding ist, die Kills werden ja nicht, also die Kills, die über Zauber gesammelt wurden, werden ja nicht aufgeführt. Aber holy shit. Also blau dezimieren wir jetzt einfach. Ich hätte den Turm vielleicht auch mal irgendwann wieder freigeben sollen, dass der weitergebaut werden darf. Mann, bin ich schlau. Merkt ihr es, wie schlau ich bin? Huch, die seid sogar ex. Wow, das war mal Millimeterarbeit hier. So, das ist auch. Okay, jetzt wahrscheinlich kommen die gerade von ewig weit weg. Also ich glaube, wir können da locker nochmal zwei Diebe hinschicken. Blau ist über 1000 Soldaten. Also wir müssen das ja eigentlich machen, weil sonst kommen, sind wir hier nie durch. So, jetzt sind wieder, ist nämlich wieder eine Patrouille hier und jetzt klappt das auch. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schwerindustrie. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Ach, ist hier auch? Hier ist irgendwas. Sieht aus, als sollte hier irgendwas sein. So, pass auf, wir machen die, hier mal auf Pause. Dass unsere Wanderholzfäller mal ein bisschen was reißen. Komm schon, da muss doch noch mehr gehen. So, hier irgendwo random auf die Halbinsel.
So, die Bogenschützen stehen jetzt. Nee, die Sprießer stehen jetzt nicht mehr hier. Das ist gut. Weil jetzt kann ich die Bogenschützen dahin positionieren. Und im feindlichen Land kriegen sie ja nochmal einen kleinen Kampfkraftboost. Will sich die KI euch nochmal ein bisschen selber schwächen? Wir machen mal ein paar Nahrungslager, einfach nur for the lols. Es fehlt ein Hammer. Schon ein Brett brauchen wir noch. Und da kommt es. Vor allem, wenn er das Brett so trägt, sieht das aus, als würde er mehrere gleichzeitig tragen. Warum lauft ihr jetzt schon wieder weg? Ach Leute, haben wir zu wenig Bauarbeiter. Sollte es, ich finde, sieht da fünf, es sieht sich schon als Werkzeug geben. Für den Kräuterkundler oder was? Wenn man das Hammer unsicher im Spiel gibt. Naja, eine Sichel ist nichts anderes als eine Sense ohne Stiel. Das ist fertig. 144%, bra. Jetzt reicht's aber. Wieso regt der die Bäume nicht weg? Hello. Hello Darkness, my old friend.
So, wir haben offiziell eine Verbindung zu Grün. Dieser Film sollte man eigene Banner für seinen Volk designen können. Wir wissen alle, wofür du das verwenden wirst. Also, wo willst du die Banner denn hinknallen? Brauchen wieder mehr Siedler. Ich habe die Siedler komplett vernachlässigt. Wie viel Land besitze ich? 20%? Mana können nur auf die Objekte bauen, wir haben auf bestimmten Gebäuden. Ich meine, gut, die Trojaner haben ja diesen Bullen halt auf ihren Burgtoren. So, 150% haben wir gleich. Ändert aber nicht daran, dass uns die KI immer noch haushoch überlegen ist, was Soldaten angeht. Und wir machen da einfach nichts gegen. Kann ich irgendwo die Grenze rüberragen? Dass wir immer ein paar Soldaten in die Türme locken können. Ich bin dafür, dass du deine Farbe zu rosa änderst. Warum? Wie viel haben die Gegner-Soldaten? 1800 insgesamt. Und Tiger macht mal wieder eine Anzahlung fürs Haus. Sehr wichtig. Lauter L3 wahrscheinlich. Nee, gemischt. Also, wir haben nicht mal mehr genug Tiger für Diebe. Ja, klar. Das bringt auch nichts. Aber wofür Leute irgendwie so zeigen, dass man mit SU für coole Sachen machen kann. Was machen wir denn, dass wir die Gegner mal ein bisschen schwächen können? Wir müssen unsere eigene Produktion aufschrauben, anders geht's nicht. Unsere Kampfkraft ist maximiert, das heißt, wir müssen auch kein Gold mehr überproduzieren. Wo ist noch ein Biologe? Da. Rosa war die beste Farbe. Ich habe schon gesagt, Rosa zur neuen Farbe der Sozialisten zu machen. Dann wählt die aber erst recht keiner mehr.
Bitte, was ich aber sagt, nee, das ist wahr. Hello again. Meine neue Farbensaber an, sag mir, dass das nicht wunderschön ist. Es ist nicht wunderschön. Warum aktualisiert das nicht? Doch, bei mir hast du. Bei mir hat es. Soll ich deine Farbe im Discord auch ändern? So, zwei sind fertig. Der Sichtlermangel sollte sich jetzt langsam lösen. So, ihr lauft schon mal. So, da soll es rot sein, sonst nimmt mich ja keiner mehr ernst. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Steine mehr, du findest keine Bäume mehr. Aber du kannst jetzt auch langsam abgerissen werden. Du findest auch keine Bäume mehr. Was denn für Neuigkeiten? Neuigkeiten, die dir nicht gefallen werden. Wir haben so viele Kills, aber die produzieren nach, wie blöd. Alter, jetzt müssten wir einen Schub haben, weil wir so viele Sachen aufgelagert hatten, aber. Ich will es wissen. Nein, willst du nicht. Ich weiß, was gut für dich ist. So, maximaler Goldüberschuss hier. Oh, hallo. Das Ding ist, will ich es wagen, grün anzugreifen? Ich würde sagen, wenn ich die Hälfte ihrer Soldatenanzahl habe, würde ich es riskieren. Die haben nicht nur L3er, ich habe maximale Kampfkraft und können nicht alle ihre Truppen schicken.
Macht euch alle unter meinem Rücken über mich lustig, oder was? Hm. So, Waffen schmieden, durcharbeiten. Heubern ist blau wieder unter den 1000. Ah, da kommt grün schon wieder. Wollen wir noch ein bisschen boosten? Du musst jetzt, ihr hasst mich einfach alle, sagt mir jetzt aber nicht, weil ich potenziell Geld einbringe durch Gucken von Werbung. Ey, der Einzige, der ein Interesse daran hat, dass du Werbung guckst, bin ich. Nächstes Jahr 2500 Soldaten pro Spieler. Nope. Mit SU nicht. Nicht mit Siedler Plus. Inzwischen sind es 8000 Siedler pro Spieler. Absolutes Limit von dem, was die Engine hinkriegt. Ja, ich weiß auch nicht, ob die KI so hoch gehen würde sonst. Aber ich habe das Gefühl, der KI ist ihr Mana ausgegangen. Oder ihre Zauber werden doch teurer. Ich müsste das echt mal überprüfen, aber ich finde, das ist kein Video wert alleine. Aber jetzt ist der Adblocker aber wieder hier an, weil ich mir sicher sein kann, deine wahre Persönlichkeit zu kennen. Boah. Meine wahre Persönlichkeit. Oh wow, will sich grün hier etwa dran vorbeisiedeln? Was ist das Max, was du erlebt hast? Ach, keine Ahnung. Also weit über 1000 war, glaube ich, noch keine KI, die nicht damit gestartet ist. Aber 1000 pro KI habe ich durchaus schon gesehen. Boah, einfach die ganzen Pflanzen, die verrotten schon auf dem Feld, weil wir das alles nicht wegkriegen. So, wir brauchen mehr Siedler. Und wir brauchen mehr Waffen. So, ich würde mal behaupten, wir können uns leisten, kein Holz mehr zu produzieren. So, Bauarbeiter verdoppeln wir bei der Gelegenheit mal auch. Schauen wir doch mal.
Jetzt laufen die uns hier schon durchs Gebiet. Ich glaube, es hackt. Hast du ein Twitch-Intro und euch auf YouTube hochgeladen? Nein, das ist auch eigentlich im Prinzip immer dynamisch, weil es ist halt ein Video und es ist ein separater zu ein Audio-Track, der läuft. Und daraus setzt es sich dann halt auf Twitch immer zusammen. Deswegen hat das ja auch keine festgelegte Länge. Ich kann es vielleicht inzwischen mal durch noch ein paar Timelapse-Aufnahmen erweitern. So, jetzt gehen wir mal auf Killtour, würde ich sagen. Die Zeit, wenn du jede Version des Intros immer hochladen würdest. Was? Das ergibt keinen Sinn. Okay, ja, ich denke, wir haben Grün schon mal gut gestutzt. Oh, jetzt wollen die welche sich vorbeischleichen.
Wusstest du schon, nachts ist es kälter als draußen? Was? Okay, ja. Grün ist hinüber. Okay, er ist offiziell kaputt im Kopf jetzt. Ja, ich muss noch mal ein paar Experimente mit Lazaretten machen, weil Lazarette heilen ja irgendwie in die falsche Richtung und so. So, den Hafen. Der Hafen ist hier unten irgendwo. Stopp, stopp, stopp. Nein, nee, falsch, ich mache einfach den eigenen Leuten Schaden. Nein. Aber so wie die Tür zeigt, würde man halt was anderes denken. Lazarette sollten Area of Effect heilen, wie echte Ärzte. Warum halten die halt einfach einen Corona-Abstand ein?
Also ich bin mal gespannt, ob die KI auch als Besieg zählt, wenn wir die Statue erobern. Aber wenn das so ist, dann würde es ja auch reichen, wenn wir den Hafen zerstören und Blau wäre dann halt offiziell besiegt und würde nichts mehr machen. Gartic Phone, was war das nochmal? Dieses stille Post mit Zeichen, okay. Okay, Blau ist hier. Ich würde mal sagen, Grün ist soweit auch jetzt durch. Wo war denn diese Statue? Hier, da ist es. So, dann sehen wir gleich, ob Grün dann automatisch hinüber ist. Komm schon. Unvorstellbar, was man früher in 100 Soldaten auswählen konnte. Ja. Ja. Das ist einfach so. Ich mache jetzt hier meine 300 Soldaten auf einmal und gut ist. Okay, aber es wirkt so, als würde es nicht reichen, damit die KI auch wirklich offiziell eliminiert ist. Wir müssen mal die Türme zerstören, dass sie das Missionsziel nicht mehr rückgängig macht.
So, voll auf Schwerter bitte. Dann vielleicht vom Land. Nee, glaube ich nicht. Das dunkle Land ist da, damit man nicht, damit die KI da kein Gebäude setzen kann. Weil sonst würde das Deko-Element verschwinden, glaube ich. Weil ich glaube, diese Deko-Elemente verhindern nicht, dass man da was baut. Wobei man das, glaube ich, sogar in den Eigenschaften ändern könnte. Muss ich tatsächlich echt mal in die Deko-Objekt-Info schauen. Wo kommt die denn her? Statt sowas zu fixen, nutzen sie, dass die ihren KIs zu blöd sind. Ja. Gut, ursprünglich waren halt diese Deko-Objekte auch immer bei KIs platziert, die sowieso handlungsunfähig waren. Und hier die Deko-Objekte, die sind ja nicht ursprünglich für diese Karte hier gemacht. So, da ist die Kaserne oder zumindest eine davon. Mir fällt gerade auf, dass ich die Emoji noch etwas nutzen kann, sonst hätte ich den sonst freigeschaltet. Ja.
Mehr Chat-Nachrichten sind immer gut. Oh, ich glaube, unsere Angriffstruppe hier könnte es fast schaffen. Alles klar, ja. Blau ist auch dezimiert. Mehr Chat-Nachrichten war tatsächlich gut. Twitch behält auf jeden, zählt auf jeden Fall, wie viele es sind und macht das als Teil der Statistik, also von daher. Mehr Chat-Nachrichten heißt nicht Spam. Oh, hallo. Hätte man den Hafen auch besser mit Fähren erledigt. Aber kann, sind hier, das ist halt die Frage auch, sind hier Riffe? Am Ende baust du hier Schiffe und dann sind hier Riffe. So, wehe, es heißt jetzt, ich muss doch alles zerstören. Okay, da ist noch einmal ein Hafen. Die Karte mit den Piraten gemacht, haben sich ziemlich viele Schiffe am Rand gesammelt. Hast du mit SU gespielt? Das dürfte eigentlich nicht mehr passieren. Das dürfte mit Settlers United nicht mehr passieren. Weil den Bug habe ich gefixt. Ja, das Ding ist, dass die Schiffe gespawnt werden. Aber wenn die KI besiegt ist, können die Schiffe keinen Bewegungsbefehl mehr annehmen. Ich habe überhaupt nicht drauf geguckt. Hier liegt Gold, wie blöd. So, es müsste jetzt aber langsam der letzte Hafen sein. Settlers United ist halt auch irgendein Gesamtpaket, ja. Das ist ja praktisch der Nachfolger der Enhanced Edition. Und da ist auch viel von mir drin. Deshalb kann ich auch so viele Einheiten selektieren, habe hier den HD-Patch. Du kannst den Ultimate Balance Overhaul auswählen. Kohle-Limit ist weg. Oder zumindest deutlich erhöht.
So, jetzt müssen wir nur noch meine Schwertkämpfe auch ankommen. Nee, zeig mal, dass du die Farbe ändern kannst. Warte. Wo ist das? Wir machen mal kurz ein Save State. Das ist überhaupt tatsächlich noch gar nicht so bewusst bis vor ein, zwei Tagen, aber das kann man jetzt sogar tatsächlich sogar in-game machen, was total praktisch ist, weil du halt direkt sehen kannst, wie es sich auswirkt. Gibt es doch bestimmt ein Video auf deinem Kanal? Ja, einige. Ich habe eins zu den Farben gemacht, ich habe eins zu Settlers United im Speziellen gemacht, sogar zwei. Ich habe auch extra damit aufgeräumt, dass es halt, dass es ein reines Multiplayer-Ding wäre und du als Singleplayer davon angeblich nicht profitieren kannst, was auch Blödsinn ist. Wäre ein Challenge, wo alle Spieler die gleiche Farbe haben. Oh, das wird lustig. Vor allem, wenn du noch alle, wenn du dann teilweise auch noch das gleiche Volk mehrfach vertreten hast. Geschafft. Oh boy, das wurde aber auch langsam Zeit. Ich hatte schon den Eindruck, die Karte zieht sich. Aber ich würde sagen, das, dabei belassen wir es auch. Also wurde mal im Stream gemacht, alles schwarz und immer. Dabei belassen wir es auch, weil ich merke, ich kriege ein bisschen Kopfschmerzen. Selbst wenn ich jetzt noch eine Karte aufnehmen würde, hätte ich nicht in absehbarer Zukunft die Zeit, auch ein Missionsguide drauf zu strecken. Wir können mal gucken. Gibt es Schiffe? Nein. Also man könnte Schiffe bauen und mit Schiffen dann hier zum Hafen. Das sollte ich vielleicht im Missionsguide mit aufnehmen. Dass man mit der Landarmee hier oben hingeht und dann am Ende mit Schiffen irgendwie hier rüber. Da muss man sich nicht durch die ganze Siedlung kämpfen. Anyway, ich danke fürs dabei sein. Diesen Samstag will wahrscheinlich wieder Minecraft. Wahrscheinlich der einzige Samstag in diesem Monat, in dem ich streamen werde, weil ich ansonsten außer Haus bin. Ansonsten sehen wir uns dann. Ja, gute Frage. Ich muss die Stream-Tage wieder komplett neu planen dann. Ab nächster Woche, denke ich. Also, ja, ich mache da vielleicht nochmal einen Community-Post oder so zu. Auf jeden Fall, bis dahin.